Der Sommer 2009, der gehört ganz Ned Kozolakov und seiner Ausstellung, seiner großen Totalinstallation Emotions Resort Mass hier auf der Martinenhöhe Darmstadt. Ned Kozolakov ist etwas ganz Besonderes, weil er für die Hallen jetzt wirklich in den Hallen arbeitet und etwas ganz Neues mit dem Vorhandenen eben dieser Ausstellungsarchitektur von Masken herstellt. Und es ist hochfaszinierend, ihm bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. I mean, originally this is not how the show was planned to be, and I'm very glad that Ralph Boyle he accepted the idea and he agreed to play that game. Ursprünglich war das eine Ausstellung, die geplant war mit Kunstmuseum Bonn, Kunstmuseum St. Gallen und uns als dritter Station. Eine Ausstellung, die wir übernehmen, die wir natürlich in unseren Räumen immer speziell gestalten. Ich wollte auch noch einige Werke dazu nehmen, größere Installationen. Dann ist es aber so gewesen, dass Netco selber gar nicht so wild darauf war, das ein drittes Mal alles zu machen. Und deshalb ist er, als er dann so begeistert war von dieser Maskenarchitektur, also dieser Ausstellungsarchitektur mitsamt dem Licht und den Vitrinen und den Sockeln, einfach auf die Idee gekommen, okay, wir lassen die Werke ganz radikal in den Kisten. Es gibt keine Emotions mehr, beziehungsweise die Emotions, die da sind, sind eben die Geschichten, die sich an der Leere entzünden des entleerten Ausstellungsraumes. Und das ist ein hochspannendes Konzept und ich denke, man wird das dann auch sehen im Ergebnis, einfach eine ganz faszinierende Arbeit, die hier entstanden ist. Of course, the work is into the line of my own story-driven works, because there is a main story at the beginning when I'm saying why I did this and how this very radical idea was at the end of the day not so radical. There are little things hidden, even though they're on the spotlight, but they're hidden. And they talk about many things. You have to see them. They talk about life. Some of them they're very particular and concrete. Some of them they just have very abstract things. I'm using entirely what I see at the moment, like screws or little supporting details, pieces of wood that they supported the masks. And I'm using a lot the shadows of the acrylic, the plexiglass covers, which at certain point, some of them they made like a wonderful images on the wall. There is a lot to see, and certainly the viewers will get the impression that they are not able to see everything, which is good.